Jeden Tag kommen 3.700 Kinder mit einem Herzfehler zur Welt. Oft reicht eine einzige Operation, um das Leben der Kinder zu retten. Doch nicht überall sind Krankenhäuser für komplexe Herzeingriffe ausreichend ausgestattet. Herz-Lungen-Maschine sieht man, ist ja keine da. Auch der Raum wäre viel zu klein. 6 bis 8 Leute sind hier in der OP dabei. In vielen Ländern fehlt es an ausgebildetem Personal, funktionierender Technik und hygienischen Räumen. Also für den Kleinen tut es mir leid. Also ich glaube, dass der hier schon einiges mitgemacht hat. Und trotzdem kann man immer noch nicht sagen, dass er es überlebt. Ehrenamtliche Ärzteteams stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Jost, ich weiß nicht, warum wir das Herz nicht leer kriegen. Also es ist, wenn wir das jetzt hier nicht einfach mal hinkriegen. Das kann doch nicht sein, kann? Oder haben wir keinen? Haben wir noch einen Pumpenkopf oder nicht? Haben wir nicht. Da liegt jetzt ein Kind auf dem Tisch, gerade hier in Lateinamerika, wo man eingeschränkt ist mit Material, ist es zwingend, eine Lösung zu schaffen. Es ist Zeit, etwas zu ändern. Mit unseren mobilen Kinderherzen-OP. Ausgestattet mit modernster Medizintechnik. Autark, um weltweit herzkranken Kindern ein neues Leben zu schenken. Das einzigartige Projekt soll im zentralamerikanischen El Salvador starten und kleine Herzen retten. Wir haben hier viele Kinder mit Herzproblemen. Diese Kinder sterben oft, während sie auf ihre Herzoperation warten. Das Projekt bewegt uns zutiefst. Wir alle sind sehr dankbar, dass die Kinder ein neues Leben bekommen. Um den mobilen Kinderherzen-OP Wirklichkeit werden zu lassen, brauchen wir Sie als Partner an unserer Seite. Damit herzkranke Kinder eine Zukunft haben.